Von Luis Figo, von Real Madrid damals. Mhm. Marcelo finde ich ganz, ganz super auf der Position. Ist jetzt schon ein bisschen älter, aber immer noch überragend. Und ich würde auch Lukas Piszczek sagen, mit dem ich zusammengespielt habe. Ja, weil er einfach jedes Jahr zeigt, was auf der Position benötigt wird und das immer wieder runterspult. Mallorca. Also nicht Ballermann, aber Mallorca. Lasagne von meiner Mutter. Stadion und das Restaurant, wo ich immer mit meiner Freundin und mit meiner Kleinen hingehe. Irgendwas mit Hip-Hop oder R&B. Obwohl ich jetzt gesangstechnisch nicht gut bin. Deswegen fällt mir da jetzt nicht unbedingt eine Gruppe ein. Es war in Augsburg, wir haben 4-0 gewonnen. Ich bin reingekommen, hatte einen Ballkontakt und das war ein Fehlpass. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, aber wie gesagt, meine Eltern waren auch auf der Tribüne, also eigentlich nur positive Erinnerungen. Ja, war eigentlich schon dann Luis Figo auch, das, wo ich das erste Trikot hatte. Ansonsten, ja, Zinedine Zidane war auch noch so ein Idol. Tennis mag ich ganz gern, Billard spiele ich ab und zu selber. Ja, ich würde aber schon sagen, Tennis ist so mein Lieblingssport nach dem Fußball. Fußballprofi. Ist immer schwer, jemanden rauszuheben, finde ich. Sollte man auch nicht machen und wir haben so eine geile Mannschaft, dass da jetzt, ich bin mit allen ganz, ganz cool, deswegen finde ich es blöd, jetzt jemanden rauszuholen. Okay, super, ich danke dir. Bitte.